Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Sim World 2. Der Danny spielt das. Wir werden heute die neu erschienene DB G6 Rangierlokomotive fahren. Und zwar in dem Szenario Winterliche Rettung. Bei winterlichen Bedingungen hat sich eine Baureihe 185 auf den Gleisen festgefahren. Übernehmen Sie die Kontrolle über eine G6 Doppeltraktion, die in einem Containerbahnhof stationiert ist, und bergen Sie den Zug. Ja, das werden wir machen. Und ja, wir werden mal schauen, was uns hier so erwartet in dem Szenario. Nebenbei werde ich mir erstmal meinen Kopfhörer aufsetzen. So, dann. Ein Güterzug ist in der Nähe von Schwelm liegen geblieben. Sie müssen diesen Zug nach Wuppertal-Steinbeck ziehen. Bereiten Sie die beiden G6-Lokomotiven für die Mehrfachtraktion vor. Ja, dann werden wir das mal tun. Und stellen Sie den Mehrfachtraktionsmodus der führenden Lokomotive auf Master. So, werden wir das erstmal machen. Auf Master. Zack. Auf Slave. Das heißt, ich muss da überhaupt erstmal hinlaufen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aufstehen. Hier auch noch raus. Na, herzlichen Glückwunsch. Komme ich denn jetzt da hoch? Hinaufsteigen. So. Zack. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Schließen die Tür. Spielen wir mal ein bisschen. So sehen die beiden übrigens aus. Also das sind schon richtige Brocken, muss ich sagen. Also gefällt mir sehr, wenn man sich die mal so ansieht. Sehr, sehr schöne Loks, doch, muss man wirklich sagen. So. Wieder hinein ins Warme. Und schnell die Tür zu machen. Setzen uns wieder in den Sitz. Na, so war das eigentlich nicht geplant. So. Drücken Sie auf Vorwärts. Verkehrt, oder? Irgendwas passt hier nicht. So. So, wir können anfangen, würde ich sagen. Irgendwas ist hier aber noch nicht richtig. Leistung und Bremse verriegelt. Warum? Was mache ich falsch? Verlösen. Irgendwas mache ich noch verkehrt.
Ah, jetzt geht's vorwärts. Man sich auch erstmal mit zurechtfinden. So, 60 dürfen wir. Beziehungsweise im Moment noch 40. Schon da. Schauen, wenn man hier die Lichter einschaltet, das würde mich jetzt so interessiert. Fernlichter, PZB, Scheibenwischer, Geschwindigkeitsregler. Es wäre jetzt so interessant zu wissen, wenn man hier das Licht einschaltet. Konzentrieren wir uns erstmal auf unsere Aufgabe. Beziehungsweise, wir müssen ja gar nicht anhalten. Wir können drüber fahren. Machen wir mal ein bisschen mehr. Nein. Da. Ein bisschen zulegen hier. So, wie angezeigt. So, so. So, du brauchst auf 60 beschleunigen. Spitzenlicht. Ja, die könnte noch Schlussleuchte anhaben, aber naja, ist nicht alles 100%. So. Ach, wir brauchen jetzt gar nicht groß beschleunigen, weil wir in 1,4 Kilometer eher 40
beschränkt werden. Aber an sich eine sehr schöne Lok, muss man wirklich sagen. Also. Ah, vielleicht geht das hier mit dem Licht. ZB. Spitzenbeleuchtung automatisch. Das ist immer nicht schlecht. Kabinenbeleuchtung würde mich jetzt noch interessieren. Das müssen wir mal aus. Das müssen wir auch aus. Batterie. Egal. Oh, wir werden doch ein wenig langsam, will ich sagen. Ein bisschen Gas geben hier. So langsam brauchen wir ja nun auch nicht werden. Gleich angesagt. Kämpfen, damit wir überhaupt auf der Geschwindigkeit bleiben. So, rotes Signal voraus. Das ist eine 1,4%ige Steigung hier. Das ist natürlich ordentlich. Deswegen ist sie auch so am Kämpfen. Ich denke, dass das jetzt eine gute Geschwindigkeit ist, da wir jetzt eh gleich hier im Moment auf 40 beschränkt werden. Von daher brauche ich da jetzt gar nicht groß aufschalten. Und in 800 Metern sollen wir eh anhalten. So sieht das Ganze von außen aus. Wunderschön. So, wollen wir schon mal ein bisschen abschalten. Damit wir gleich nicht über das rote Signal sausen. Das wäre nämlich weniger schön. So, da hinten kann man dann schon unser Ziel erkennen, wo wir dann gleich anhalten müssen. Das heißt, wir werden hier schon mal ein bisschen in die Eisen gehen.
Anhalten! Anhalten, bitte! Wenden Sie sich an den Fahrdienstleiter, um eine Einfahrgenehmigung für das besetzte Gleis zu erhalten. Sobald Sie diese erhalten haben, nähern Sie sich dem Zug mit reduzierter Geschwindigkeit. Gut. Maria und Josef. Durch Bedienen des Telefons. Ah, auch nicht schlecht. Das hatte ich auch noch nicht. Geil. Fort war mit reduzierter Geschwindigkeit. Sehr schön. Wollen wir erstmal wieder sämtliche Bremsen hier lösen. So, 2,1 Kilometer haben wir dann jetzt vor uns, bis zu dem Zug, den wir abschleppen sollen. Ein bisschen Leistung aufschalten hier. Schauen wir mal, was die für Power hat. Allerdings geht es jetzt 2,6% Steigung hoch. Das haut natürlich rein. Das stimmt. Ist noch ein Zug. Wahnsinn, wie geil. Wie geil ist das? Schöne Zugüberholung. Also gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut dieses Szenario, muss ich wirklich sagen. So, gut 500 Meter noch, da müssen wir den Zug dann auch schon sehen. Beziehungsweise den Zug mit den 26 Wagen und muss mal ein bisschen dagegen ansteuern hier, dass wir hier nicht stehen bleiben. Da.
langsam werden, mal langsam hier. Oh oh, das wird krachen. Na, so sollte es eigentlich nicht sein. Hups. Hoppala. Ja, machen wir was anderes. So war das eigentlich nicht geplant. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Fahrdienstleiter, Ihre Strecke ist derzeit durch einen anderen Zug blockiert. Fahren Sie zunächst zum anderen. Als erstes wollen wir mal den Scheinwischer anmachen. Und zwar war das, glaube ich, hier, oder? So sieht das Ganze aus. Bremst doch.